Moin moin und willkommen zurück zu Luigi Galaxy. Wir spielen nun weiter dieses sehr, sehr schöne Spiel und wir spielen den Risikokometen. War ich am letztes Mal am Überlegen, ob oder ob nicht, und dann habe ich ja leider den Sturm gehabt. Risikokomet, Weltallschutt. Das hatten wir ja genau in dieser Konstellation schon geschafft. Nämlich im letzten Teil. Die Aufgabe ist jetzt einfach, ohne jeglichen Treffer den Endgegner zu siegen. Aber ja, es klingt leichter als es ist. Es ist schon ein bisschen doof. Weil wenn man ja die Sicherheit eigentlich hat, dass man ja 3 Leben hat, stellt sich das auch nicht so als schwierig dar. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt genauso gelingt wie vorhin. Das heißt also, wir holen erstmal uns die 2 Buhus. So, klar, bisschen rumheulen. Ein Buhu nur noch. Zack, so. Und jetzt Attacke. Kabam. Ja, wir wissen auch, dass du dich jetzt regenerierst, weil du denkst, ach komm, den Luigi schaff ich. Wen auch nicht. Wenn nicht, wen dann? Ich bin hier schließlich Weltraumschrott. Ich kann alles und jeden besiegen. Ja, das denken immer die Gegner. Ja, das war jetzt so ein bisschen doof gelaufen, ne? Gut, sind sie noch nicht getroffen worden. Na, der hat schon wieder den anderen Kuchuga gekillt. Ja. Genau, das habe ich euch auch nicht erzählt. Beim letzten Mal. Man kann auch diese Steine mit Wirbelattacken erledigen, aber als erst, wenn sie dort sind. So, man kann ihn auch so besiegen. Yeah, fight! Ja, jetzt habe ich den Arm weggefetzt. Leute. Jetzt hat er nur einen. Soll er nicht so dauernd welche dämlichen Moves sagen? So. Und das war's mit dir. Erneut. Ling, 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 ling. Na, hätte ich das gewusst, dass er echt so schnell geht. Also irgendwie hat das Level länger gedauert, ne? Deswegen. Aber was soll's. Aufgabe gemeistert. Das ist ja die Hauptsache. Risikokomet Weltraumschrott. Gemeistert. So, und nun, da wir jetzt alles hier erledigt haben. Oder auch nicht. Genau. Ach ja, stimmt. Genau. Hier haben wir noch nicht alles erledigt. Gehen wir jetzt zur Level 23. Und zwar dem hier. Es ist Bowser Juniors Schiffsfabrik. Und da kommt da heute auch noch dran. Ja, es kommt auch heute noch dran. So. Verjage Bowsers Armada. Ja, jetzt geht's los hier. Ne? Jetzt fangen die mal endlich an, gegen Luigi zu wittern.
Weil jetzt haben sie anscheinend ein bisschen Angst. Anders kann man sich das nicht vorstellen, oder? Das ist doch Angst. Pure, blanke Angst. Bowser denkt ernsthaft, dass wir ihn jetzt bedrohen können. Das können wir aber auch. Platsch. So, klassische Kanone. Dann können wir jetzt, was können wir jetzt alles machen? Wir können jetzt eigentlich uns da hinten hinschießen. Dort. Das ist nur ein Trick für diejenigen, die dieses Spiel schnell schaffen wollen. Dorthin schießen. Direkt dorthin. Wir wollen aber ja alles nacheinander machen. Deswegen machen wir das jetzt erstmal hier hin. Okay, das wird auch gereicht. Come back, back. Okay, dann haben wir auch geschafft. Wupp, 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 wupp. Und come on. So, Toad-Suchtrupp haben wir auch noch hier. Was haben die zu erzählen? Luigi. Es ist endlich soweit. Mein Herz pocht so sehr, als wolle es zerreißen. Endlich. So. Schraube aktivieren. Einfach nur für Sternteile. So, was haben wir denn hier auf der Seite noch? So, noch ein Block. Oh, mein Block. So. Ja, mehr auch nicht. Schade. Stinkkäfer. Auch tschüss. Und jetzt. Los geht's. Wir werden uns jetzt versuchen zu attackieren, so gut wie möglich. Wir werden dementsprechend so gut wie möglich ausweichen. Ist ja nicht allzu kompliziert. Hohoho, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Und da wartet Kamek. Wir missachten ihn mal. Er ist nicht wert. Er wird uns zwar jetzt die ganze Zeit nerven. Aber. Na gut. Du gibst wohl nie auf. Dann muss ich eben nicht. Nee, dann muss ich eben dich persönlich platt machen. Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch doch ihn zu erbeuten. Erbeuten. Zack. Koopa erledigen. Genau, dich, Koopa. Ja, die gucken auch ganz schön dumm. So. Natürlich kommt hier auch immer mehr. Mach hier Big Party. Ja, das war selten dämlich. Aber wir können auch noch Energie holen, aber ich brauche die jetzt noch. Weil jetzt kommt, gleich kommt es, jetzt kommt es, ja. Attacke! Oho. Das war falsch rum. Komm schon, getroffen. Jetzt natürlich ist er jetzt natürlich noch ein bisschen gemeiner. Böser. Oh oh. Nein! Nein, ich wollte den Goomba holen. Nein! Ach ja, jetzt kommen wir wieder hier hin. Ja, weil wir es können. Lalala, willkommen im Luma-Laden. Im Moment verkaufen wir etwas überaus Nützliches für 30 Sternteile. Jawohl, wir kaufen es. Was möchtest du? Magst du Pilz? Schaffe ich das auch schon so? Bestimmt brauchen wir den nicht. Egal. Verwandlung. Da, bla, bla. Die sind ja relativ schnell wieder reingeholt.
Nein! Vom Stinkkäfer erwischt! Gut, dann holen wir sie nicht rein. Oh je. Dann dich auch nicht, Stinkkäfer. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Das hast du davon, wenn du dieses Spiel so spät spielst. Spiel mal hauptsächlich die Spiele alle nachmittags. Hoppa. Und nicht abends. So, vielleicht lag's auch an dir, Comic. Zack. So. So, dann nochmal. Ich weiß, ich bin ne Platz walzen und so. Nicht platt machen, sondern Platz walzen. Und ja, ist mal gut. Ja, und das war auch das ist Luigi-Style. Ne, das hat man ja Luigi leider auch nach, dass er nicht gerade der hellste ist. Ja, Luigi. Das habe ich nicht gewusst. Tut mir leid. Tut mir sorry. Muss ich springen. Der kommt wieder. Hat für einen Kack. So, Gruppe aufgesiegt. Ja, Bowser Junior. Ja, wird schon, wird schon. Ich habe ihn doch erwischt, du. Es geht ja gar nicht. Doch, bei Roller. Schleichwerbung. Schleichwerbung aller Excellence. Ich werde noch nicht mal bezahlt dafür. Traurig immer fahren. Gut, dann haben wir die schon mal erledigt. Ach ja, stimmt, die kommen ja immer wieder. Ja, los, knallt doch endlich irgendwo gegen, ja mei. Jetzt komm! Ah! Bullshit. So, und jetzt war's da. Ja. Tschüss, Bowser Raumschiff. Und willkommen, Stern. Und gewonnen. Danke. Oh, sein Stern erhalten. Warte. So, Lila. Und Lila führt uns hier hinten hin. Da können wir unser Unwesen als nächstes treiben. Verjage Bowser Samara, gemeistert. Galaxie komplett, 4 Münzen und Sternteil haben wir auch. Neue Galaxie entdeckt. Ja, wir haben alle, das ist sehr schön. Was haben die beiden zu erzählen? Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppeln des unteren Stockwerkes alle angesprungen. Sobald die Maschinen im Maschinenraum im oberen Stockwerk wieder anspringen, wird die Sternwarte des Kometen wieder als Sternenschiff fungieren können. Dann wirst du auch zum Zentrum des Universums reisen können, wo die dir kostbare Person auf dich wartet. Vielleicht ist Mario die dir kostbare Person, ne? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. So. Brieftaut hat keinen Brief.
Dann würde ich dementsprechend sagen, was das für heute? Für Luigi Galaxy. Ja, es war eine nette dritte Galaxie, auf jeden Fall. Und ja, es gibt wieder eine kleine Pause, ne? Kennt ihr ja nach einer Galaxie erstmal eine Verschnaufpause, dass man auch mal hinterherkommt. Ja, wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder zu Luigi Galaxy. Freut euch drauf oder auch nicht, euch überlassen, ne? Bis dann und tschüss.